Che Guevara, ma la can cubana Che Guevara va in Argentina, in Rosario, Argentina. Im Jahr 1928 geboren. Heute Morgen geht es in Richtung Santa Clara. Che Guevara hat eine schöne Kindheit, also wurde in eine glückliche Familie. Sie waren reich. Der erste kurze Zwischenstopp. Am Torre de Isnaya. Der Turm wurde 1816 erbaut und diente zur Überwachung der Sklaven auf den Zuckerrohrfeldern. Heute gilt er als Mahnmal. Santa Clara, untrennbar verbunden mit dem bekanntesten Revolutionär Lateinamerikas. Ernesto Che Guevara. Hier hat er, der die kubanische Geschichte entscheidend veränderte, in einem Mausoleum zusammen mit anderen gefallenen Revolutionären seine letzte Ruhe gefunden. Das Monument ist gewaltig und zeigt die ganze Wertschätzung der Kubaner Che Guevaras gegenüber. Ganz in der Nähe das Nationalmonument mit den Überbleibseln des gepanzerten Sonderzuges. Dieser verließ Havanna am 23. Dezember 1958 mit 373 Soldaten, Waffen, Munition und Proviant. Nur 18 Guerilleros unter ihrem Befehlshaber Ernesto Che Guevara griffen den Zug an, zerstörten 30 Meter Gleise mit einem Bulldozer und brachten so den Panzerzug zum Entgleisen. Die durch Molotow-Cocktails erzeugte Hitze zwang die Soldaten schließlich zur Kapitulation. Es waren die letzten Tage der kubanischen Revolution. Remedios, unser Tagesziel. Es bleibt genug Zeit für eine Bummel. Angelockt durch die Musik dürfen wir hier zuschauen. Weitere schöne Fotomotive finden wir reichlich. Beim Abendessen werden wir wieder mit Live-Musik unterhalten. Auch morgen haben wir volles Programm. Unseren Wecker dürfen wir auf 6 Uhr stellen.